Heute machen wir unseren ersten Ausflug in die namenlose Stadt. Wir sind eigentlich vom Level her noch nicht ganz so weit. Ja, wir wollen auf jeden Fall den Archivar besuchen und gucken, was uns sonst noch so erwartet. Viel Spaß dabei! Du bist fast tot. Weiß. Also oh, meine Katze. Ja, die ist tot. Ein Schlag. Geht die wieder auf? Du kannst, eventuell kannst du die Katze wiederbeleben, das weiß ich nicht genau. Ja, kannst du. Kannst dein Tier dreimal wiederbeleben, danach nicht mehr. Das sind jetzt nur die normalen Gegner hier. Das ist ein großer Boss. Wo bist du? Neben dir. Achtung, heilen. Macht praktisch keinen Schaden an dem. Naja, aber er hatte schon 20% verloren, ne? Ich brauche unbedingt eine bessere Waffe, ey. Deswegen sagte ich ja. Ja, aber die richtig guten Waffen, die kannst du ja nur finden, eigentlich. Das ist ja... Ey, nicht mich angreifen, Tiger. Nicht sterben. Jetzt geht er irgendwie weg. Das ist der. Das kann sein. Der hat gesettet. Oh nö, oder? Hat er über 1000 Leben regeneriert, ne? Ja, wenn man sich zu weit von seinem Spawnpunkt entfernt, resettet das. Nein, ich muss niesen. Oh, Achtung. Oh, ich habe fast 1,5 Stacks Decke gerade geschluckt. Was hast du? 1,5 Stacks Tränke geschluckt. Ja, ja. Den Hammer. So, der hat jetzt zum Beispiel hier spezielle Handschuhe, also besseres Gear. Oh. Mhm. Dann hat er dieses Machtfragment. Und diese Machtfragmente, die kann man später dann entweder einzeln essen und bekommt dafür dann Wissenspunkte, oder man sammelt sie und man lernt dann eine Wissenstafel herzustellen, und mit so einer Wissenstafel bekommt man entsprechend mehr. So, ich muss mich mal... Den Heiltränke, ne? Wir gehen hier so links rüber. Ja, ich kann mal noch ein bisschen Faser sammeln, dann würde ich mir kurz einen Verband bauen. Mhm. Das habe ich jetzt sehen.
Ja, ich habe auch nicht mehr viel. So, warte mal, meine Katze liegt noch da hinten. Ach, deine Katze. Ach. Ach, ich glaube, die ist einfach im. Du hast schon recht, Proseme, der da ein bisschen Papier hat. Der ist so squishy. Es gibt ja auch Kisten und so, die sind oben überall zu finden. Also viele dieser Kisten sind oben zu finden. Lass mich hier raus. Warte mal, ich muss mich immer so ein bisschen orientieren. Nee, wir müssen in die andere Richtung. Also da möchte ich gerne hin. Ich möchte zum Archivar. Den können wir auch mitnehmen. Das ist auch ein Boss. Naja, los, geh mal drauf, mal fertig. Jetzt erst. Ja, hat's auf dich abgesehen. Also dann 3 Sterne brauchst du, super. Ding, der macht eine Kombo. Die spawnen ja hier die Weg, ganze weg, Zeit. weg, weg, Das weg. Nee, eigentlich nicht. Der hat sich rausgeschossen hier. Wo ist er denn? Spawnt bestimmt gleich. Das ist doof. Naja, das ist ärgerlich. Der hat auf jeden Fall hier hinten eine Kiste. Das ist ja doof. Wir wollten natürlich an den Boss ran. Ach komm. Kommt bestimmt gleich wieder. Der ist buggy. Der ist noch nie weggebackt, wenn ich hier war. Ja, hier lang. Ja, vielleicht jetzt hier auf der anderen Seite. Hinter der Wand. Also ich weiß schon, die stecken dann irgendwo im Boden fest oder so. Das ist nicht unüblich. Ja, wir können die eigentlich alle mitnehmen. Bringt XP. Was soll's? Verderbnis nimmt zu. Verderbnis nimmt zu, aber wir haben ja jetzt die Tänzer. Ich muss mal was trinken. Ich bin fast praktisch verdurstet. Hier das Armband einstellen. Wir sind jetzt hier auf der Karte. Gut, und dann gehen wir hier rein. Moment, ich bin überladen. Was wegpacken. Ja, packst du halt in dein Tier. So, hier gibt es jetzt
sozusagen nichts weiter, außer... Hier gibt es Kisten überall. Ist das Absicht, dass wir die nicht mitnehmen? Oh. Nein. Da hat dann einer vorbeigelaufen. Wo? Links neben der Treppe. Wo? Ich hab's schon geöffnet quasi. Aber wo ist sie? Na egal. So, die Treppe nach unten, kurz vor der Treppe, linke Seite. Okay. Genau. Und wir können jetzt hier mit ihm reden. Und von ihm auch Dinge lernen, nämlich den Kartografen. I am just a shadow. Auf jeden Fall, was ich dir zeigen wollte, hier lernen wir eben, wie man dieses Teil hier aufbaut, den Kartenraum, und damit kann man reisen. Das ist eine Möglichkeit, wie wir reisen können. Das heißt, wir müssen dann immer hierher kommen, oder? Nein, wir schalten ja immer unsere Armbänder frei an diesen Obelisken. Und ja, du kannst dann, wenn du diesen Kartenraum aufgebaut hast in der Base, dann kannst du dort dann zu diesen Obelisken reisen. Leider ist dieser Kartenraum genauso groß, wie er da auch ist. Also man braucht immer viel Platz dafür. Ein eigenes Gebäude spendieren, ne? Ja, ich pack den meistens irgendwo aufs Dach oder so. In den Randbereichen von der namenlosen Stadt, da gibt es immer solche kleinen Camps mit, wie nennt man die jetzt? Ja, wir gehen mal runter. Genau, mit Reliquienjägern, Schatzsuchern. Uiuiuiuiui. Oh, die hauen mich ganz schön kaputt, würde ich sagen. Scratch, ich renne dann ein Stückchen zurück, ich muss mich mal heilen, ich bin tot. Ah. Okay. Ich bin nicht zum Raum gekommen. Das waren so viele. Ich bin auch tot. Das war natürlich blöd. Okay. Also es gibt hier bei denen natürlich Bosse. Und da war einer dabei. Der hat jetzt hier zum Beispiel, also der hat richtig geile Rüstung schon, das ist vielleicht auch was für dich, nämlich mehr Stärkewaffenschaden, dann Teile für die Golems, dann Herz eines Helden, die man auch oft braucht. Ja, also der hat einfach gute Sachen dabei. So, Punkt. Genau. Ich würde die Rüstung graben. Ja. Was hat die 140 zu 385? Aber ich kann sie nicht reparieren, ne? Ja, wir haben, glaube ich, schon sogar legendäres Reparaturkit irgendwie. Und dann haben wir hier hinten noch eine Truhe. Mit Silber und Gold, okay. Ja. Das war's hier. Und da gibt's eben verschiedenste solcher Camps. Achso, mein Pferd. Olaf? Komm mit. Was ist das? Rechts. Was, er hier oder was? Ja. Das hat mir jetzt schon 2 Stufen auf jeden Fall gebracht. Ja, ich habe auch ein Level gemacht. Das wollte ich nicht. Hat dir gefallen? Nee, aber ich wollte nur sagen, da unten steht auch ein Miniboss, ist es, glaube ich. Der hat auch eine Kiste. So ist
passiert? Ob ich was zu essen habe? Ja. Narus helfen soll. Kann dir was geben. So, warte, ich gebe dir hier. Ich habe zwar nicht viel, aber bitte zu dem da hinten. Mal gucken, was der hat. Und das wäre ein größerer Kampf. Trauen wir uns das zu? Boss ja, plus, na klar. Moment, stopp. Ich habe nur 5 Heiltränke. Naja, kriegt man, würde ich sagen. Okay. Ein großer, ein kleiner noch. Großer ist tot. Dein Pferd ist sehr nah, ne? Meins? Ja. Folgt dir sehr nah. Das ist dein Pferd. Ah! Nein! Ich mach das Häschen. Das ist eine Kombo, Achtung. Ja, ich komm gar nicht zum Schlagen hier. Dich. Kann man. Ja. Super. Oh, da gibt's was, glaube ich, Nettes für mich. Kann ich
kann ich mal ran? Da, danke. Das hier, Skorpionharnisch, legendär, reinigend, Mittel, Rüstungswert 250. Schauen wir mal. Das würde ich eventuell für mich haben wollen. Alles nehmen. Nice. Und der gibt uns auch wieder Dämonenblut. Nee. Oh, hier ist ein Bogen, epischer. Ja. Die blöden Knochen schmeißen wir mal raus. So. Hast du ihn mitgenommen? Ja. Okay. Stahlbogen. Das ist einer der ältesten. I smell you, human. The stench of your kind has not improved throughout the eons. Okay, also mit dem können wir reden. Der erzählt uns hier eine Geschichte. Und dann kann man natürlich auch noch mal hier hinten reingehen. Wo bist du? Auf dem Weg zu dir. Ach so. Hinter dir. Vorsicht, hier gibt's Schlangen. Und hier gibt's eine ganz große Schlange. Und da ist halt die Frage, wollen wir die bekämpfen? Was eine 3-Sterne-Schlange sozusagen. Hier gibt es ein paar Truhen mit Gold und Silber. Ja. Da ist noch eine Truhe. Ah ja, die Frage, wollen wir sie bekämpfen, hat sich erübrigt. Ja, wir haben schon gerettet. Ja, ja. Die macht Gift, Achtung, das deckt. Ja. Müsste mal zurückgehen und das resetten dann. Ich weiß nicht, wie viel Heiltränke du noch hast. Zu wenig oder beziehungsweise zu spät getrunken, sagen wir mal so. Lebst du noch? Ja, ja. Ich musste jetzt ganz schön viel schlucken, weil ich irgendwie zu viel Gift hatte. Wo seid ihr? Ich kite. Oh. Wie gesagt, strategisch ist es gut, wenn du... Wenn du nicht mehr als 2 Stacks bekommst. Ja. Also nicht so wie ich, der jetzt 3 hat. Ich hatte auch 3. Na komm, stopp jetzt. Das war's. So, was gibt sie uns? Wieder ein schönes Schwert. Gehärteten Stahl. Auch alle Stärkewaffen. Kann, ja, ich nehme das mal. Ich packe mal was ins Pferd. Sortiere mal nach Gewicht. Brauchst du Allure? Ja, wäre gut. Drachenküken nennt sich das, okay.
Wo bist du jetzt? Oh. Neben dir. Drachenknochen. Das ist gut. Ach du Scheiße. Oh, sorry. Das schaffen wir nicht. Ja, ich brech ab. Ja? Mhm. Bist du? Ja, ich versuche hier rauszurennen. Ich werde gerade verfolgt. Ich bin da, wo der Drache ist. Ja, ich bin da. Dann weiter, sieht gut aus. Okay. Komm mal. Ja, irgendwann ist er eh, kommt er eh nicht weiter. Ja, aber der hat nur eine bestimmte Range und dann geht er zurück auf seinen Platz. Das war unser erster Ausflug in die namenlose Stadt und wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut, bis dann und ciao.